Mäusejagd im Grand Hotel. Da, 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 da. Tritt ein, verehrter Gast, in unser Grand Hotel. Ich lebe hier schon lange, denn dies hier ist ein ruhiger, verschlafener Ort, von dem eine Katze in Frieden alt und fett werden kann. Die Gäste sind reich, vornehm und langweilig. Das Abenteuerlichste, was Sie sich vorstellen können, ist der mittelmäßige Tanztee am Mittwochnachmittag. Sehr aufregend. Heute ist es aber aus mit der Ruhe. Der Hotelmanager, dieser Unglücksrabe, hat ein Mäuseorchester engagiert. Man stelle sich vor, das große grüne Mausorchester in unserem Hotel. Ich fasse es nicht. Gerade sind sie angekommen und natürlich sofort ausgebrochen. Die veranstalten vielleicht ein Theater. Wohin man auch sieht, wuseln grüne Mäuse rum. Die Gäste sind ganz aus dem Häuschen und der Manager brüllt den tollpatschigen Hotelboy an. Der Chef war doch tatsächlich der Meinung, ich solle aktiv werden. Tja, ich und grüne Mäuse fangen. Igitt, igitt. Wie wär's, wenn du das übernehmen würdest? Ohne deine Hilfe ist dieser Supertrottel vom Hotelboy doch völlig aufgeschmissen. Also, du musst dazu in allen Zimmern nachschauen, wo die Biester sich verstecken. Und richte möglichst nicht allzu viel Schaden dabei an. Mit dem Mausometer kannst du herausfinden, in welchen Räumen sich Mäuse befinden. Dann klick auf das Zimmer und geh rein. Irgendwo hat sich eine Maus versteckt. Finde sie. Fang sie. Und dann lass sie in das Netz plumpsen. Falls du Schwierigkeiten hast, kannst du Fallen benutzen, um die Maus aufzuhalten. Sie sind in der Tasche da unten. Und wenn du einen der grünen Nager gefangen hast, dann musst du ihm noch helfen, sein Instrument zu finden, bevor er in den Tanzsaal gehen kann, um zu proben. Erst wenn du alle Mäuse eingesammelt hast, kann der Tanz beginnen. Falls du einen Rat brauchst, kannst du mich gerne fragen. Dann musst du dazu nur auf meinen Korb klicken. Aber glaub bloß nicht, dass ich mich an der Mäusejagd beteilige. Ach ja, noch eins. Lass dich von den seltsamen Typen im Hotel nicht stören. Man kann sich seine Gäste ja heutzutage leider nicht mehr aussuchen. Ich gehe jetzt ein Nickerchen machen. Also zieh los und sieh zu, dass du alles alleine auf die Reihe kriegst. Weidmanns Heil! Naja, du komische Katze, schlaf endlich mal ein, also es ist ja eigentlich ein Kater. Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play. Ein schönes altes Spiel namens Mäusejagd im Grand Hotel. Ja, es ist sozusagen ein Kinderspiel, laut der Packung. Ein Spiel für Leute von 6 bis 66, also ich bin 19, also passt das genau in mein Alter. Ist ein sehr nettes Spiel, also ich habe das damals gesuchtet, das glaubt ihr gar nicht. Okay, Musikmacher lassen wir an. Habe ich vor kurzem erst installiert, habe ich heute erst bekommen. Also relativ zeitnahe Aufnahme. Dann wollen wir doch gleich mal beginnen. Level 1, ja, fangen wir erstmal da mit an. Gut, wir müssen Mäuse schnappen in einem Hotel. Da hat man ja die Anfangsszene gesehen, dass da halt ein Korb war mit Mäusen. Da sollte ein Mäuseorchester stattfinden. Und ja, der tollpatschige Boy, der Hotelboy, hat das Ding fallen lassen. Und jetzt müssen wir sie selber aufsammeln. Okay, in welchem Raum könnte sich denn jetzt eine Maus befinden? Ist ein bisschen ruckelig hier. Liegt aber nicht am Spiel. Das war schon immer so, dass das ruckelig... Ah, diesen Raum ist eine Maus. So, nach dieser schönen Einführung sind jetzt endlich farbig die bewegten Objekte. So, jetzt müssen wir verschiedene Objekte anklicken, um zu suchen, wo sich eine Maus verstecken könnte. Da ist zum Beispiel nichts. Also hier haben wir das typische Prinzip, also das, was man bei einem Wimmelbildspiel überhaupt nicht machen darf. Überall rumklicken, überall suchen. Irgendwas kann man ja anklicken. Überall suchen, wo es nur geht. In der Tür vielleicht. Da!
Und schon haben wir die Maus geschnappt. Also es muss ganz schnell gehen. Und das passiert immer am Ende. Hier nochmal in Zeitlupe. Ja, so schnell kann das gehen. Wir sind ja ein ganz großer Mäusefänger, was? Und der absolute Superzimmerzerstörer auch. Das sind wir auf jeden Fall. Also, da haben wir schon für Chaos gesorgt. So, jetzt müssen wir für diesen Herren Maus müssen wir erstmal ein Instrument suchen, denn wir müssen den dazu zwingen, ein Instrument zu spielen. Was ja pädagogisch sehr wertvoll ist. Keine Trommel? Kein Schlagzeug? Auch nicht. Na, nicht wirklich. Wie wär's mit Klavier? Auch nicht wirklich. Nein, das zeichne ich mal als ein Nein. Also wir müssen erstmal für die Instrumente suchen. Das klang doch schon mal viel besser. Gut, wir haben schon mal eine Maus gefangen. So klingt das erstmal, wenn er einzeln spielt. Und dann wird das erstmal ein großes Orchester. Also das klingt dann noch richtig gut. Gut, machen wir aber weiter, während ich in der Ferne jetzt eine Sirene gehört habe. So, da ist die nächste Maus. Muss der Krankenwagen unbedingt hier vorbeifahren. Den hört man wirklich sehr eindeutig. Okay, wir sind jetzt bei einem Maler, der hier erstmal voll den Pinsel in sein... Was ist das überhaupt? Farb? Klecksbrett? Keine Ahnung, wie man das nennt. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder eine Maus suchen, während er seine schönen Bilder malt. Da ist sie! Die haben wir auch ganz flott geschnappt. Wir haben ja eine gute Maus. Oh! Naja. Boah, gut gemacht. Bist ja ganz schön clever. Natürlich. Allerdings ist es wirklich schade um das Zimmer. Naja, so großartig haben wir es jetzt ja nicht angerichtet. Wir haben lediglich unseren Maler dazu beholfen, dass er jetzt ein besseres Bild hat. Gut, was können wir für den mal aussuchen? Nein, kein Jazz. Nein, auch keine Gitarre. Auch nichts damit. Nein, nicht wirklich. Naja. Wie wär's mit Flöte? Wie wär's damit? Trompete? Nein, nicht wirklich. Ja. Trommel? Wie wär's mit Schlagzeug? Was will er denn? Kein Bass. Vielleicht Klavier. Okay, wir haben jetzt fast alle Instrumente durch. Du kannst ja nur das hier sein. Natürlich! Der hat ein bisschen länger gespielt. Da haben wir schon mal zwei von denen. Ja! Spielen auch schön synchron. Das ist gut. Okay, dann mal das nächste Zimmer durchsuchen. Welches könnte es denn sein? In der Badewanne. Ja, die muss ich erstmal 100 Kilogramm Schminke in das Gesicht reinhauen. Wenigstens macht sie keine Fotos. Natürlich. So, wo könnte sich denn die Maus versteckt haben? Wie gesagt, das ist eigentlich ein sehr nettes Spiel. Also dafür, dass man hier nur rumklicken muss, ist es wirklich sehr, sehr einfach gestaltet. Da ist sie! Ah. Und wenn wir sie einfach mal nicht geschnappt haben, weil da muss man ziemlich flott sein. Und das Spiel ist ja von... Lass mich schauen. Ja, es ist Tatsache von 1995. Ich habe die Packung direkt neben mir. Ja. Oh, Bruder, mir erst mal das Gesicht. Ah, oh, sehe ich schön aus. Ah. Oh.
Naja, wenn ich meine Hand in so eine Creme reinhaue, dann hört sich das nicht so an. Natürlich, seufzt. Wenn man sich mal vorgestellt hat, 1995 gab es ja noch keine optischen Mäuse. Die waren ja, wenn es die dann gegeben hätte, wären die dann zu teuer gewesen. Und ja, wenn man da erstmal versuchen musste, eine Maus zu schnappen, das war nicht gerade leicht. Okay, gleich haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Oh, was passiert jetzt? Nicht stören. Ja, das ist äußerst realistisch. Das ist physikalisch total möglich. Gut, sehr gut. Aber der Chef würde später gern noch ein Wörtchen mit dir über den Schlamassel hier reden. Ich bin das nicht. Ich suche nur die Maus. Ich klicke nur an. Der andere, den sollte man bestrafen. Ich war nur bei der Suche beteiligt. Vielleicht wird er nochmal das hier? Nein, diesmal ein anderes Instrument. Vielleicht Schlagzeug? Vielleicht Bass? Vielleicht Klavier? Nein. So sitze ich auch gerne vom Klavier. Auch keine Trompete. Es ist manchmal total schwierig für diese Maus ein Instrument zu finden. Auch nicht. Auch keine Gitarre. Die übrigens ihre Farbe geändert hat, wenn man sie auswählt. Was will er denn? Ah, Flöte. Das nächste Mal quatsche ich nicht dazwischen. Ein schönes Warteschlangenlied. Nehm mal was getrunken. Okay, weiter geht es. In den nächsten Raum, bitte. Wo könnte der denn sein? Oh. Eine Messi-Bude. So sieht's bei mir im Zimmer aus und so schnarche ich auch. Und so fett bin ich auch. Nein. Mein Zimmer sieht ordentlicher aus, ich bin nicht so fett. Ja, ja. Na, mal gucken, in seiner Messi-Bude mal durchgucken. Alter, was hier alles rumliegt. Da, abgebissenes Sandwich. Ein Apfel sogar. Was suchen denn Äpfel hier? Ich dachte, das ist ein Messi. Da ist die Maus. Ja, wir haben sie bekommen. Schön leise durch die Messi-Bude. Ah, der saugt alles auf. Die Geräuschkulisse. Oh, das wollte ich noch anziehen. Oder zumindest zur Reinigung bringen. Meine Bude sah doch schöner aus. Glückwunsch, das war ja ausgezeichnet. Du kommst aber doch sicher später zurück und bringst den Saustall wieder in Ordnung, oder? Saustall in Ordnung? Also ich soll das Zimmer da vorhin wieder dreckig machen, wohl in etwa. Naja. Was möchte diese Maus denn spielen? Kein Xylophon. Mir fiel gerade das Wort nicht ein. Ich muss bald wieder niesen. Mir kitzelt wieder die Nase. Schlagzeug? Nein, vielleicht. Nochmal Flöte? Nein. Was das nochmal ist, weiß ich nicht. Trompete offenbar auch nicht so. Nicht wirklich. Wie wär's denn diesmal mit Bass? Gitarre? Auch nicht wirklich. Vielleicht Jazz? Vielleicht doch nochmal Klavier? Ah. Wie perfekt doch das damals gepasst hat. Naja, es ist ein altes Spiel. Passt sogar diesmal fast.
Na gut, es fehlt nur noch ein Dirigent und noch ein paar andere Mäuse. Ah. Oh, das mochte ich damals, wenn die Szenerie noch so geladen hat, wo man sich noch gedulden musste. Na gut, muss man heute auch immer noch. Der hat ja einen ganzen Bauernhof in seinem Hotelzimmer. Mhm. Das sind ja echt die seltsamsten Hotelgäste, die ich je gesehen habe. Da ist die Maus. Die haben wir schon flott gefangen. Und bitte ruhig fangen. Ist ja nur eine grüne Maus. Ah, ein Pferd, ein Schwein, eine Kuh, ein Schaf. Alles gut, drin. Gut, oder sehr gut, aber der Chef würde später gern noch ein Wörtchen mit dir über den Schlamassel hier reden. Ja, also, Schlamassel? Der hat die ganzen Tiere da in den Schrank eingesperrt. Wegen Schlamassel. Gleich jetzt, Jess? Nein, auch nicht. Wie wär's denn jetzt mit der Trompete? Natürlich. Ach, diese schöne Musik. Naja, es wird langsam was. Wer weiß, ob einem gewissen Herren diese Musik gefällt, der ja so ein Musikexperte ist und selber Gitarre, Piano spielt und selber Lieder schreibt und sowas. Naja, ihr könnt ja mal raten, von wem ich spreche. Ah. Das ist wunderschön, wie das zusammenpasst. Und der Papierstapel wird nicht größer. Oh, wie die schreit. Wenn ich auch mal so komisch viel gucken würde und so tippen würde. Die macht keine Leerzeichen rein. Alter, was schreibt die denn da? Oh, da ist er ja. Die Maus, verdammt. Jetzt ist sie in den Schrank rein. Ah, jetzt... Da. Gut, wir haben sie gefangen. Was passiert jetzt? Oh, oh. Ah. Wunderbar. Ich könnte dir stundenlang beim Mäusefangen zuschauen. Erinnert mich an meine Jugendtage. Mach weiter so. Ob ihr das Gleiche sagen könntet, mir stundenlang beim Mäusefangen zuschauen? Ich weiß ja nicht. Die Aufnahme läuft gerade mal seit 18 Minuten. Was könnte diese Maus denn spielen? Nochmal Trompete? Ah, er hat einen guten Riecher. Wir hatten einen guten Riecher. Das war total schlecht. Es wird langsam was. Aber wir können das ja auch ignorieren. Okay, die Hilfe haben wir bisher noch nicht benötigt. Ein Kinderzimmer in einem Hotel. Super. Ah. Ach ja, die Hochzeit. Der Todestag sozusagen. Also es gibt zwei Todestage, der eine nennt sich bloß Hochzeitstag. Ja, die müssen sich auch dauernd knutschen, die haben einen schönen Meerblick. Ja, übertragt euch hier mal ruhig die Krankheiten. Meine Fresse. Man merkt, dass ich keine Freundin habe. Oh, ich glaube, da ist eine Playstation drin. Oh, 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 oh. Das ist sehr stabil. Hm? Oh. Hm. Okay, wo könnte sich die Maus verstecken? Da nicht. Da nicht. Wo könnte sie sich denn versteckt haben? Was kann man denn hier noch anklicken? Gardine vielleicht? Nee. Wo ist die verdammte Maus?